Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, zu einer neuen Folge von The Journey. Wir wollen heute, ja, mal weitermachen. Zuletzt, Hashtag Hunter verletzt. Eieiei, das war nicht wirklich gut, dass wir da, ja, kaputt gemacht wurden. Jetzt müssen wir erstmal 2 Monate aussetzen. Und ja, an der Stelle hoffe ich, dass euch heute wieder die Aufnahme oder die Folge gefällt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, das wäre sehr cool. Dann gucken wir mal, was jetzt hier kommt. Du musst dich stärken, damit dein Knie wieder wird. Was hast du? Ich glaub's. Hat dein Dad dir je erzählt, wie er verletzt wurde? Es war die 5. Pokalrunde. Harold war in der Form seines Lebens. Die Nationalmannschaft war in Reichweite. Der Innenverteidiger hat ihn einfach umgesäbelt. Der Schiedsrichter sah das nicht als faul. Von dem Punkt an war dein Dad überzeugt, dass ihm eine Riesenchance geklaut wurde. Er wollte so schnell wie möglich wieder spielen. Also hat es übertrieben, ist zu früh zurückgekommen. Gott. Als die Ärzte sein Karriereende verkündeten, hat er sich verändert. Völlig. Was willst du damit sagen? Ich will dir bloß die Wahrheit sagen, mein Junge. Mach langsam. Du bist nicht dein Dad. Lass dir Zeit. Dann wirst du stärker als je zuvor. Iss auf, bevor es kalt wird. Vielleicht kann Danny Williams der Partie jetzt nochmal neuen Schwung geben. Würde seiner Karriere natürlich auch gut tun. Hatte anfangs große Schwierigkeiten in der Premier League, ist jetzt aber wieder im Team. Kam ja aus der Championship, ist heute natürlich die Riesenchance für ihn, sich hier vielleicht zu etablieren. Ja, also einfach langsam machen, es nicht übertreiben. Und wir spielen jetzt Danny. Sehr cool. Schaffe den Sprung in die Startelf der Premier League. Ach was, wir haben hier die Aufgaben. Ah, mit Danny. Okay. Wir buchen in Zusammenarbeit mit Müller ein Tor, das haben wir. Gewinnen den EFL Cup mit Danny. Okay, los geht's. Beeindrucke den Boss. 8,0. Oh. Spiele als Team, hol dir die Vorlage. So, mal gucken. Kriegen wir hier vielleicht... Ne, der Schuss da in die Wolken. Ja, das war ja gar nichts, das war nix. Und dann wird es auch noch rot angezeigt. Ich habe nämlich versucht, den Schuss da anzufordern, mit der Stadt da einfach den Schuss abzugeben. Ja, da macht er das Ding, direkt das Tor, Danny Williams. Da haben wir Glück gehabt, den Ball abgefangen. Pass auf mich gespielt. Und dann wieder zurück. Pogba, super Vorlage. Dann zieht er da durch. Alter Schwede, sehr schön. Da freut er sich. In der 81, also es ist schon 80 Minuten rum. Meine Güte, viel Zeit ist nicht. Okay. Wir sind ja der Stürmer hier. Oh, da hat er den Ball ins Gesicht gekriegt. Rauf da, rauf, 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 rauf. Come on. Wir müssen jetzt am besten irgendwie noch eine Vorlage geben, ne? Super, aber wir brauchen da einen Sturmpartner für. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi.
Genau, come on. Mkhitaryan! Oh, was? Wo schießt der den denn hin? Hä? Da wäre ja nicht mehr ansatzweise das Tor in der Nähe. Ja, das wäre meine Vorlage gewesen. Henrik Mkhitaryan. Den hat er. Okay, jetzt noch einmal den Ball nach vorn. Also ich habe meine Vorlage gegeben oder probiert. Das hat nicht sollen sein mit der Vorlage. Er hat ein super Zuspiel. Was sieht der denn da, der Buschi? Der Buschi sieht ja gar nichts. Der soll mal wieder zu seiner Griffkraft kommen. Ja, ich hoffe es nicht. Weg damit. Spiel ab. Okay. Unten lang. Danny. Hat's probiert. Er ist nicht der Allerschnellste. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Gesamtbewertung er hat. Ob er irgendwie Skills hat oder sonst irgendwas. Aber das 1-0 haben wir gemacht. Super. Eckball. Bitte nicht. Mann. 4 Minuten Nachspielzeit. Das heißt, wir haben hier sehr viel Möglichkeiten. Gutes Zuspiel. Technisch anspruchsvoll gemacht. Jetzt Ander Herrera. Ja, wir haben einen Angriff noch. Ja, okay. Hab's probiert. Mit der Mannschaft war nicht viel mehr zu spielen. Come on. Da rauf, rauf, rauf. Miki, spiel ab. Ne, also die, ihr seht ja, die Nachspielzeit geht jetzt tierisch lange. Das ist natürlich aber ein kleiner Nachteil für uns. Genau deswegen. Und vorbei. Also, das hätten wir geschafft. War aber wirklich schwierig. Wir konnten den Boss vielleicht beeindrucken mit unserer... Ach, genau, wir sind auf jeden Fall der Held des Spiels. Wir haben das Spiel gewonnen. Aber wir haben nicht das gemacht, was der Trainer wollte, ne? Sie gewinnen zwar, aber das Ergebnis überrascht dann doch. Ja, wir hatten ein eindeutigeres Resultat erwartet, aber das macht eben den Fußball aus. Ja. Ich wollte den Siegtreffer... Hat nicht sollen sein. Die Vorlage auch geben, aber Pop hat da so gut gestanden, mir direkt weitergespielt. Perfekt, da sehen wir es auch einmal. Bester Mann auf dem Feld, muss man sagen. Und nur 15 Minuten gespielt. Danny Williams, super gemacht. Spieler als Team, hat nicht geklappt, aber trotzdem sehr gut. So, wie sieht's denn aus? Danny Williams ist komplett hitzköpfig. Marktwert 2,7 Millionen, das ist auch gut. Und er hat es in die Startelf geschafft. Sehr gut. Damit haben wir den Boss ja wohl beeindruckt, oder? Das sollte doch wohl reichen. Okay, Leute. Das nenne ich mein Leben. Es ist doch toll, neben The Williams zu spielen. Alle für einen, einer für alle. Alle für einen, einer für alle? Hä? Nee. Die drei Musketiere, oder? Nee. Ich hätte eigentlich hitzköpfig antworten sollen, das hätte einfach zu ihm gepasst, aber das konnte ich nicht machen. Du wolltest mich sprechen, Boss? Ja, das wollte ich. Komm rein. Die Premier League. Großer Sprung. Wenn du dich hier durchsetzen willst, musst du noch härter arbeiten und trainieren als in der Championship. Das werde ich. Das Talent war noch nie dein Problem, Junge. Was dir fehlt, ist der eiserne Wille. Dir reicht es schon, ein Mitläufer zu sein, anstatt alles aus dir rauszuholen, was geht.
Habe ich recht? Nein. Ah, ich muss ihn umbauen. Ich muss ihn umtrainieren. Ich muss mich halt umstellen, Boss. Hör zu. Warum stellst du dir nicht folgende Frage? Bist du hergekommen, um jedermanns Kumpel zu sein? Oder bist du hergekommen, um ein Top-Spieler zu sein? Top-Spieler, Sir. Wenn du den ganzen Blödsinn lassen würdest und dich mehr auf dein Spiel konzentrieren würdest, dann kriegst du auch Respekt von den Mitspielern. Okay, alles klar, Boss. Aber der Trainer sollte mich halt mal richtig aufstellen und... Okay, Williams. Ich red mit ihm. Aber ich verspreche nichts, okay? Raus jetzt. Dennis Karriere retten. Spiele Dennis Journey und versuche seine Karriere zu retten. Überspringe. Weiter zu Kapitel 6. Ja, natürlich retten wir seine Karriere. Come on! Na klar machen wir das. Er ist halt ein Schnacker, aber eigentlich ja doch ein netter Typ. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mal seine Karriere zu retten. Finde ich sehr gut. Schauen wir uns mal an, was er denn für Attribute hat. Defensive, okay, Körper, Tempo, 3 Sterne schwacher Fuß, Dribbling 3 Sterne. Der Kram ist natürlich jetzt komplett geblockt. Und die kann er auch nicht kriegen, oder wie? Weil wir haben das ja freigeschaltet. Flair haben wir zum Beispiel nicht. Vielleicht kriegen wir da noch eine Möglichkeit. Aber ja. Den Siegtreffer gemacht immerhin, ne? Okay, Volleys gegen den Torwart. Das werden wir auch mal direkt ja, hier möglichst schnell durchbringen. Das heißt, ich werde da gar nicht viel quatschen. Lasst uns ein wenig Spaß haben und, und ich blende mich dabei mal einfach aus, oder? Ist eigentlich egal. Volley gegen den Torwart, einfach schießen, kriegen wir hin. Doch meins. Oh. Oh. Sehr gut, komm, einmal noch. Oh nein. Ich will nachkommen. Okay, der erste Sitz. Der zweite Sitz. Der dritte Sitz. Der vierte Sitz. Genauso wie das. Oh. Genau. Reicht das weg, sind? Und jetzt rein. Oh. Sehr gut. So kann es weitergehen. Und jetzt Volleys. Okay. Beschleunigung 75, Stärke 72, Abschluss 70. Also der ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Der ist ziemlich ein Allrounder, muss man sagen. Was? Oh Mann, na gut. Oh Mann. Super. Ein Schuss auf den Schuss. Yes. Sehr gut. Das gibt mal richtig gute Erfahrungspunkte. Das war's für heute. Und für die Startelf reicht es damit ja auch. Das ist doch sehr cool. Williams, komm mal her. Du spielst von Anfang an im Liga-Cup-Halbfinale. Oh, oh. Wir sind im Angriff zu berechenbar, also probiert der Boss mal was Neues aus. Du machst Witze, ja? Ich mach keine Witze. Das Hinspiel war 0 zu 0. Ein Spiel haben wir noch bis Wembley. Und du solltest diese Chance nutzen. Eine zweite kriegst du vielleicht nie. Schließlich ist das ja auch genau deine Position. Da freut er sich. Würde ich mich auch freuen. Man muss halt auch mal ein bisschen Vertrauen geschenkt bekommen. So, wir teilen mal ein paar Punkte, würde ich sagen. Und Abschluss ist auf jeden Fall so eine Sache. Angeschnittener Schuss. Schwacher Fuß. Geben wir ihm erst einmal den schwachen Fuß. Dann kann man vielleicht aus allen Richtungen treffen. Und ihr seht ja, wir sind kurz vor der 73. Da geht auch was. Gegen Arsenal im EFL Cup Halbfinale Rückspiel. Come on, keine Angst, Danny.
Willkommen zu dieser Partie, liebe Fußballfreunde. Rückspiel im Halbfinale des EFL Cups. Manchester United möchte so gerne ins Finale. Und das ist die Riesenchance heute. 90 Minuten noch bis zum Endspiel. Wer kann zum Helden werden? Vielleicht Danny Williams? Alles wäre dem jungen Mann zu gönnen. Und da sind wir. 0-0 war das Hinspiel. Jetzt geht es darum, dass wir alles geben. Jetzt sind wir praktisch noch einmal Alex Hunter am Anfang der Saison, wenn man das Safe Game komplett neu gestartet hat. Hoho! Also, come on. Das war doch mal ein gutes Zuspiel. Warum gibt es hier keine Punkte dafür? Sehr gut, Pogba. Sehr gut. Come on. Oh, 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 oh. Ja! The Williams! Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Da kommt die Grätsche. Gut, dass wir da 5 Sterne Weakfoot genommen haben. Wahrscheinlich, ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, was sein starker Fuß ist. Aber es hätte auch angeschnittener Schuss geholfen. Super. Oh, zu spät. Dauert halt einfach. Ich habe schon längst gedrückt, aber da kommt noch eine Viertelstunde später raus. Super. Sehr schön. Das hört einfach nicht auf zu jucken, diese Nase. Furchtbar. Aber der Ball kommt auch noch an. Das ist doch mal eigentlich ganz gut. Rauf da, Jungs. Rauf. Hammer, Walcott, Walcott, Walcott. De Gea hält. Ich möchte auf jeden Fall einen vorlegen. Oder wie ist es noch einen machen? Irgendwas. Das war auch noch für mich. Ja, 1-0 führen wir. Nach Hin- und Rückspiel sind wir damit schon sehr gut davor. Bevor du einen Kurzpass spielst, musst du darauf achten, dass dein Teamkollege anspielbar ist. Okay. Ja. Das ist die Konzentration, die Nerven, die Nervosität. Nein! Mann, es kotzt mich an. Ich hab den Ball und dann mache ich da nichts draus. Spiel hoch. Martial. Und er macht ihn. Diese Finesse-Shots aus der Entfernung, mega krass gut. Oh, da hat's gepasst. Das hat gepasst. Danny Williams. Damit retten wir seine Karriere. 9,3, 2 Tore. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja. Oh. Beim Spielen ist mir eben gerade diese Taste abgebrochen. Mein RB. Wieso? Ich hab dir nicht rumgeschlagen, gar nichts. Die ist beim Spielen abgebrochen. Ja, ich kann keine Finesse-Shots hier mit mir machen, oder was? Okay, ja, keine Ahnung. Das ist ja Mist. Ich glaube, da werde ich erst, da muss ich heute die Folge kürzer machen. Weil damit lässt sich ja nicht spielen. Die Taste ist abgebrochen. Eben gerade beim Finesse-Schuss oder so. Mir fällt die auch immer wieder raus. Okay, das hätten wir geschafft. Das ist echt verrückt. Hier, schau dir das an. Tolle
Tore heute von ihm. Der wollte zeigen, wie wertvoll. Hier, das ist einfach abgebrochen an dieser Stelle. Das Halbfinale ist vorbei. Und ich habe nur den Knopf gedrückt. Ich habe damit nichts getan. Ich habe den nicht an die Wand geworfen oder sonst irgendwas. Was ist das für eine billige Produktion, ey? Oh. Ich sehe die Bruchstelle. Vielleicht kann ich das ja irgendwie mit Sekundenkleber kleben, wenn ich den Sekundenkleber hätte. Mann, 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 Mann. Okay. Here's Danny Williams. Great game, lad. Wie schön, ein Held zu sein, oder, Monami? Du hast heute nicht nur den Trainer, sondern uns alle beeindruckt. Der Williams ist wieder da. Deine Worte haben mich überzeugt. Er muss cooler also, werden jetzt. Was du neulich gesagt hast, hat mich überzeugt. Schön, dass es in deinem Kopf angekommen ist. Auf dieser Leistung musst du aufbauen. Übernimm endlich Verantwortung. Verantwortung? So ein Vorbild sein und all das? Ja, ja, das ist mein Ding. Weißt du noch, als du das erste Mal hier warst? Da warst du ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler, konntest es kaum erwarten, einen Vertrag zu unterschreiben. Als die Fotografen gegangen waren, hattest du zu mir gesagt, dass du dir in diesem Club einen Namen machen wolltest. Lachhaft, oder? Der Trainer will, dass du in den nächsten Spielen mehr Verantwortung übernimmst. Mal sehen, vielleicht können wir dann in der Premier League was reißen. Wenn du jetzt Leistung zeigst, schaffst du es vielleicht ins Team fürs Ligapokalfinale. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Das wäre ja was, ne? So, mal sehen. Wie viele Fans kriegt er dazu? Nehmen wir das hier irgendwo? 4500, das ist nice. Das ist richtig gut. Und er hat 2 weitere Punkte bekommen. Das ist auch sehr stark. Und die Punkte werden wir gleich auch investieren. Ich werde die Folge heute etwas kürzer halten, weil mein Controller halt einfach kaputt gegangen ist. Und jetzt hat er doch noch mehr gekriegt. Es ist irgendwie sehr strange. Er hat über 10.000 dazu bekommen, aber okay. Außenrissschuss und angeschnittener Schuss. Ja, das kann er doch immer gebrauchen. Ja, machen wir das mal. Und dann sage ich erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, auch für Danny besonders. Und ich werde mal schauen, ob ich vielleicht diesen Controller hier repariert bekomme oder, ja, einen neuen hole. Weil damit ist ja echt wenig anzufangen. Ich weiß nicht mal. Ah, nee. Das Ding hält nichts mehr. Schade. Ich bedanke mich bei euch. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann. Ciao.